Guten Abend, meine Freunde. Es ist 22 Uhr und wenn ihr wissen wollt, was wir jetzt um diese Uhrzeit vorhaben, dann schaltet nicht ab, macht den Tee fertig und genießt das Video. So, wir haben jetzt knapp 50 Kilometer Fahrt vor uns. Wir verlassen gerade Berlin und fahren in Richtung Brandenburg. Und ja. Ich kenne die Stelle noch gar nicht. Ich habe die bei Google Maps einfach mal rausgesucht. Lass uns einfach mal überraschen. Wir sind auch schon angekommen. Dachzelt haben wir auch schon aufgebaut. Und ja, leider ist es zu dunkel, weil wir heute oder ich habe mich heute entschieden, mit der GoPro zu filmen. Ja, haben uns hier einen schönen Platz ausgesucht. Essen ist auch schon an und leider könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich laufe ein bisschen runter. Das hier alles, hier ist Wasser. Und Madame hat Hunger und deswegen machen wir jetzt erstmal für sie was zu essen. Ich werde heute nicht viel filmen, da wir ein bisschen nur uns entspannen wollen. Schön erstmal Abendbrot genießen. Die Sterne angucken, ein bisschen quatschen und dann gehen wir auch schon schlafen, denn morgen früh will ich zu Sonnenaufgang vielleicht ein paar Fotos machen und auf jeden Fall eine Angel rauswerfen. Mal gucken, was wir hier Schönes fangen können. Das ist mein Stuhl. Auf keinen Fall. Ich habe mir den gekauft. Das ist schön, aber den hast du für mich Leute, schaut euch mal das hier mal gekauft. bitte einmal an. Kriegst du Rückenschmerzen? Mein Doktor Sie hat sagt die ganze Zeit rumgeheult, wenn ich diesen Stuhl hier nicht mitnehmen wollte, weil er so bequem ist. Und ich wollte immer so einen kleinen Stuhl haben. Und heute habe ich mir einen schönen Stuhl besorgt. Und da hat sie mir den gekrallt. Das ist natürlich nicht so cool. Also so muss ist ich die noch. Ehe. Man muss auch teilen können. Oder Cut. abgeben. Ich gehe Scheidung machen. Dann würde ich jetzt erstmal sagen: Gute Nacht. Guten Morgen. So, Zelt im Hintergrund. Ich bin jetzt seit knappe 15 Minuten ungefähr wach. Es ist kurz vor 6 und es ist kalt. 3 Grad draußen. Über dem Wasser steht noch Nebel. Ich gucke mal, ob ich das auf die Kamera raufkriege. Also, wie man sieht, es da vorne. Leichter Nebel. Ja, erstmal wach werden. Kurz mal ein bisschen Morgensport. Frauchen ist auch schon wach. Ja, baue ich hier schon mal langsam alles auf und werf mal eine Angel rein. Na dann, lass uns mal ein Prösterchen machen für unsere erste Dachzeltübernachtung und auch nicht die letzte. Ja, also den ersten Fang haben wir schon, einen kleinen Barsch. Was heißt klein? Bis ich dann halt mein Lineal alles rausgeholt habe, habe ich festgestellt, man hätte den mitnehmen können. Oh, 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 oh. Nimm mal, nimm mal, nimm mal. Das filmt noch. Naja, ist zwar klein, aber es ist Erfolg. Und auch kleine Erfolge sollte man feiern. Spaß. Bruder, Brüderchen.
Ich probiere einfach mal nochmal. Ich wollte gerade eben eine Aufnahme machen, aber schon hat wieder einer angebissen. Also, es ist jetzt 7 Uhr, das heißt, es ist ungefähr 1,5 Stunden, seitdem wir wach sind. Und ungefähr seit einer Stunde, dass die Angel drin ist. Was haben wir bis jetzt gefangen? Bis jetzt hatten wir 3 Barsche und 2 Grundeln gehabt. Ich muss ehrlich sagen, es ist mein erstes Mal, dass ich eine Grundel fange. Sieht cool aus, der Fisch. Na, sag mal, sie soll das nicht machen. Guck dich das doch mal an, Freunde. So eine kleine Viecher. Jetzt noch 0,7 Gramm Blei ran gemacht, damit die Bose ein bisschen besser steht. So gefällt es mir auch schon eher. Oh, meine Frisur. Naja, egal, ich bin draußen in der Natur. Und seitdem ist es still. Also die Angel ist jetzt ungefähr seit 20 Minuten drin. Beißt keiner mehr an. Und davor, ungelogen, wirklich alle paar Minuten hat er angebissen. Locker so 2-3 Minuten war ein Biss. Nicht jedes Mal war da einer dran. Weiß ich nicht warum. Ich muss mal den Haken heute mal entsorgen. Eigentlich habe ich heute einen neuen frischen raufgesetzt. Wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen den Weg hier rein, um anzuschauen, was da so Schönes gibt. Vielleicht gibt es ja. Vielleicht gibt es ja da auch irgendwo einen Zugang zum Wasser, wo wir entspannt ran können. Wir haben auch gestern schon überlegt, wir könnten eigentlich hier nicht nur angeln. Wir können ja tagsüber herkommen, Auto da stehen lassen, unser Kajak rein und hier ein bisschen rumpaddeln und vielleicht blinkern vom Kajak aus und dann abends wieder zurück hierher, ein Dachzelt aufbauen, ein bisschen was zu essen machen und ja, und hier mal eine Nacht noch verbringen. Guck mal, hier ist auch schön. Ja, ein bisschen zu nah an der Straße. Also hier ist eigentlich auch ein perfekter Platz. Dann steht man genau unter den ganzen Bäumen. Ist aber ein bisschen zu nah an dieser Kreuzung. Aber ich muss ehrlich sagen, das war recht ruhig. Oh Mann, ey, Leute. Könnt. Ja, yeah, das ist frisch. Oh Mann, und genau aus diesem Grund können wir mit unseren Fahrzeugen nicht mit einer Angel da ranfahren. Das ist ein Pavillon. Da ist keine Leiche drunter. Du kannst ja gerne mal ranschnuppern. Ich bin mir jetzt nicht so wirklich sicher, ob wir hier was anderes fangen. Denn es geht mir schon so langsam auf den Geist. Ich fange gerade eine Grundel nach der anderen. Wirklich alle 2-3 Minuten ist eine Grundel dran. Und dann nur so eine kleine Viecher. Hier hat jemand schon mal Magnetfischen gemacht. Alles voll mit Eisen. Rausgeholt, hier liegen lassen. Da ist eine Statue oder so ein, wie heißt das, so ein... Ja, aber genau aus diesem Grund... Warte mal, das nehmen wir bitte mit, bevor irgendeine Ente oder sowas sich noch rein verfängt. Genau aus diesen Gründen verbieten die ja uns auch, Anglern, an das Wasser ranzufahren. Punkt 1 ist Müllablagerung, weil wir unseren Müll nicht mitnehmen. Und Punkt 2 ist es genau, weil die Idioten lassen ja alles hier liegen. Und dann liest man auch in der Anglergruppe, wir Angler sind das nicht. Nein, aber hey Leute, wer zum Teufel nutzt das sonst, wenn es keine Angler sind? Jetzt sind wir alleine. Frauchen geht jetzt rüber auf die andere Straßenseite und möchte gerne mal anschauen, was das für eine Statue ist. Ja, es ist keine Statue. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ja, ich bin der Meinung, dass das für den Ersten oder Zweiten Weltkrieg steht. Also so ein Stein ist das.
Mann, wie heißt denn das? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Entweder zu früh, zu wenig Kaffee oder zu wenig großen Fisch gefangen. Wir sind fertig mit Angeln. War leider nichts Großes mit dabei. Drei Haken habe ich abgerissen. 20 Grundeln, 5, 6 Barsche haben wir gefangen. Ansonsten alles sauber und ordentlich wieder hinterlassen. Unser Müll haben wir eingepackt. Auto alles aufgeladen, beladen, alles wieder sicher verstaut. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.